Servus Heidi, kommst du heute Abend? Weiß ich noch nicht. Der Chemiker hält den Grundsatz fest, dass die Substanz unzerstörlich und dass die zusammengesetzten Elemente und die gebildete Verbindung im notwendigsten Zusammenhang stehen. Mhm. Erwähnen Sie ruhig, dass es sich um ein Zitat handelt. Von wem? Von Julius Robert Meyer in einem Artikel über die quantitative und qualitative Bestimmung der Kräfte. Ja, das Wort Kraft? Heute würde man Energie sagen. Der erwähnte Artikel enthält was? Das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Gut. Setzen wir das Zitat fort. Und wenn H und O verschwinden, qualitativ zu Null werden und H2O entsteht, so darf der Chemiker nicht annehmen, H und O werden wirklich zu Null. Die Guten Abend. Guten Abend. Darf man mal stören? Nein, das darf man nicht. Wieso? Ist die Stunde noch nicht um? Nein. Doch, doch. Ich hätte gerne diesen Abschnitt noch zu Ende gebracht. Robert, hast nicht mal eine Sekunde Zeit? Aber natürlich, bitte. Hast du mit ihm gesprochen? Ja, ja. Du hast dich nicht getraut, du bist zu. Ich habe ihn gefragt, was er glaubt, wie ich abschneide. Nach dem Notendurchschnitt hättest du fragen müssen. Weiß er doch auch nicht. Du musst ihm klar machen, wie wichtig das ist. Hast du ihm gesagt, dass du Vaters Praxis übernehmen sollst? Das weiß er ja. Hat Vater mit ihm gesprochen? Ja, guten Tag hat er gesagt. Und braucht der Junge wirklich Nachhilfestunden? Es ist ihm einfach peinlich. Nachhilfe hat man nicht. Verstehst du ihm überhaupt nicht, worum es geht? Vater ist herzkrank. Er kann die Praxis nicht ewig halten. Du musst studieren, du musst einfach. Hier immer mit darum, du musst. Was kann ich für den Numerus Clausus? Ich tu doch, was ich kann. Der Mann ist Lehrer an deiner Schule. Der hat doch Einfluss. Der kann dir helfen, wenn er will. Der kann für die paar Zehntel sorgen, auf die es ankommt. Heidi, ich will das nicht. Soll ich mit ihm reden? Nein, bloß nicht. Du, ich muss wieder rein. Das Zitat noch zu Ende. Wenn H und O verschwinden, qualitativ zu Null werden und H2O auftritt, so darf der Chemiker nicht annehmen, H und O werden wirklich zu Null, die Bildung von H2O aber sei ein zufälliges oder außerwesentliches. Mhm. Damit wurde Meyer zum Entdecker des Energieprinzips, das er selber lateinisch ausdrückte wie? Ex nihilo, nihil fit, nihil fit ad nihilum. Causa equa defectum. Guten Abend, Vater. Guten Abend, Heidi. Ist der Nachhilfelehrer noch da? Ja, aber Sie sind gleich fertig. Mhm. Willst du was essen? Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Was meinst du? Soll ich mit dem Mann nicht mal sprechen? Er muss doch einen Überblick haben, wie der Junge steht. Ja, er hat sich bei Roberts Klassenlehrer erkundigt. Mhm. Soll ich dir sonst irgendwas sagen? Nein, danke. Wann geht Robert in die Prüfung? In knapp 2 Wochen. Man weiß der Mann, worauf es uns ankommt. Herr Assessor, haben Sie einen Augenblick Zeit für meinen Vater? Guten Abend, Herr Assessor. Guten Abend, Herr Doktor. Ich hätte Sie gerne einen Augenblick gesprochen. Ja, gerne. Darf ich Sie hier reinbitten? Was will er besprechen? Er muss ihm die Situation klar machen. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Tja, wissen Sie, Ihr Sohn strengt sich wahnsinnig an. An seinem Fleiß und seinem guten Willen liegt es nicht. Der schafft das Abitur, daran ist gar kein Zweifel. Tja, aber worauf es ankommt, das ist der Notendurchschnitt. Tja, ich weiß es nicht.
Das heißt, ich möchte so sagen, wenn er den schafft, dann wäre es ein Wunder. Aber Wunder sind ja nicht auszuschließen. Wissen Sie, Ihr Junge ist leicht zu entmutigen. Wenn er etwas nicht weiß, dann behält er seinen kühlen Kopf nicht mehr. Dann gerät er in Panik und macht alles verkehrt. Ja, er ist ein guter Junge, aber sehr sensibel. Ja, er wirft immer gleich die Flinte ins Korn. Ja, das hat er von seiner Mutter. Die ist vor 10 Jahren gestorben. Mag sein, dass er das nie überwunden hat. Erzogen wurde er von seiner Schwester. Sie hat alles das, was er nicht hat. Sie wirft niemals die Flinte ins Korn. Naja, wissen Sie, ich habe hier eine große Praxis, eine Landpraxis aus den kleinsten Anfängen aufgebaut und ich möchte sie gern weitergeben. Das verstehe ich natürlich. Es gibt für mich, entschuldigen Sie, wenn ich das offen sage, es gibt keine Sache für mich, die wichtiger wäre, als dass der Junge die Noten schafft. Gute Nacht, Herr Assessor. Gute Nacht, Herr Doktor. Kommen Sie gut heim. Danke. Tschüss. Herr Hofer. Haben Sie auch für mich noch einen Augenblick Zeit? Ja, warum geht es? Ich hätte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Unterhalten? Worüber? Das ist eine private Sache. Nur ein paar Minuten. Bitte. Steigen Sie ein. Ja, bitte. Nicht hier. Wollen wir nicht zur Diskothek fahren? Tja, gut. Wenn Sie wollen. Wollen wir nicht reingehen? Was wollen Sie denn mit mir besprechen? Können wir das nicht hier machen? Ich meine. Ach, kommen Sie doch. Aber nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich weiß, dass Sie nicht die Noten geben, aber Sie können was machen. Nein. Ich bin sicher, dass Sie was machen können, nein. Wenn Sie wollen. Nein, Sie überschätzen da meine Möglichkeiten. Mein Bruder hat Angst und wenn er Angst hat, dann geht ihm alles daneben. Ja, das weiß ich. Er muss sich halt konzentrieren. Das kann er eben. Das ist das Problem. Er ist auf Hilfe angewiesen. Sagen Sie, was verlangen Sie da eigentlich? Dass Sie mit mir tanzen? Oder können Sie das auch nicht? Was heißt, können Sie das auch nicht? Komm. Tja, das war ein Mission. Weiter geht's mit den Eruption und I Can't Stand the Rain. Und I Can't Stand the Rain. Hier läuft ein hübsches Mädchen auf dem Plattenteller mit Pretty Woman und Uncle Sam. Das ist gar nicht so einfach.
glaube, Monate ist das her. Ein Jahr mindestens, seitdem ich nicht mehr getanzt habe. Kommen Sie öfter hierher? Manchmal mit Robert. Sie lieben Ihren Bruder. Ja. Und Sie würden sehr viel für ihn tun. Ja, das würde ich. Ich komme nicht ganz klar mit Ihnen, wissen Sie? Ich verstehe nicht, was Sie vorhin eigentlich von mir wollten. Dass Sie ihm helfen. Dass Sie ihn so durch die Prüfung bringen, dass er einen Studienplatz bekommt. Aber ich habe Ihnen doch schon gesagt. Ich meine, würden Sie mir eine Unredlichkeit zutrauen? Unredlichkeit? Ich würde eher sagen, corrigez la fortune. Corrigez la fortune? Robert hat kein Glück, ist darauf angewiesen. Zahlen. Sie müssen ihm helfen. Sie müssen ihm helfen. Er ist darauf angewiesen. Er ist darauf angewiesen. Ich wäre bereit, viel für ihn zu tun. Ich wäre bereit, viel für ihn zu tun. Wir hören dann langsam auf. Außerdem weiß ich nicht, ob der Stefan das noch lange durchhält. Keine Angst, Stefan. Lass dir nur Zeit. Vielen Dank fürs Aufstellen. Eigentlich müssen wir Ihnen ja... Wenn er jetzt einen Trinkgeld gibt, dann... Gute Nacht. Also ich finde, einmal im Monat können wir das ruhig machen. Oder hat es dir keinen Spaß gemacht? Doch. Doch, es hat Spaß gemacht. Wann darf ich denn mal? Nur Geduld, Stefan, wir kriegen dich da schon noch hin. Das nächste Mal nehmen wir einen Polizeipräsidenten mit. Wozu? Zum Aufstellen. Was ist denn das hier? Ein Unfall, bitte weiterfahren. Ja, das haben Sie mitgehört, als ich gerufen habe. Frau 25. Du, halt doch mal. Bitte weiterfahren.
Danke. Erik, was machen Sie denn hier? Ich war beim Kegeln hier ganz in der Nähe. Was ist denn passiert? Sie sehen ja einen Unfall. Eine Fahrerflucht. Hat jemand einen Jungen überfahren und sie aus dem Staub gemacht. Aber wir werden den Kerl kriegen. Sein Wagen hat was mitbekommen. Wir haben eine kaputte Blinkleuchte gefunden. Das ist so gut wie sein Personalausweis. Fast so gut. Tja. Soweit ich feststellen kann, schwere Prellungen am Oberschenkel, ein Beinbruch und eine Kopfverletzung, wie man sie gewöhnlich bei Verkehrsopfern nicht findet. Das ist der Dr. Becker, er wohnt ja gleich in der Nähe. Doktor. Guten Abend. Wie man sie gewöhnlich nicht bei Verkehrsopfern findet? Ja, er muss von irgendwas getroffen sein. Vielleicht hatte der Wagen einen Gepäckträger oder war beladen. Jedenfalls hat der Tote eine Schädelverletzung, wie von einem Schlag. Zwei Meter 70. Stefan, fahren wir dann? Ja. Doktor, Sie sagten, die Wunde, die der Tote hat, sei ungewöhnlich für einen Verkehrsunfall. Für mich ist der Mann da erschlagen worden. Tot? Ja. Ein junger Mann, höchstens 20. Er kam wahrscheinlich vom Tanzen. Und der Fahrer? Weitergefahren. Hat den Jungen einfach liegen lassen. Es muss übrigens ein blauer Wagen gewesen sein. Woher weiß man das? Farbspuren an der ganzen Seite. Hier hat es ihn erwischt. Ein blauer Wagen? Ja. Kann man was damit anfangen? Sie sagen, dass man durch den Lack das Fabrikat bestimmen kann. Außerdem hat man eine Blinkleuchte gefunden. Was für ein Blau war das denn? Ein dunkles oder ein helleres? Ja, so das kann ich dir nicht sagen, Kind. Weißt du, dass der Hofer einen blauen Wagen fährt? Hofer? Aber es muss ja nicht er gewesen sein. Mit der Zeit kommt das hin. Ich habe ihn doch selber wegfahren sehen. Wie ein Verrückter ist er losgefahren. Es war genau die Zeit. Mensch, Heidi. Das wäre ein Ding. Aber das ist nicht der Typ, der weiterfährt. Weißt du denn so genau, wie ein Mensch reagiert in so einer Situation? Ich rufe ihn an. Bist du verrückt? Warum nicht? Er wird dir doch nicht sagen, dass er einen Menschen überfahren hat. Natürlich nicht. Aber wenn er es war, dann merke ich das. Guten Abend, Herr Assessor. Guten Abend. Ja, was ist? Ich wollte fragen, ob Sie gut nach Hause gekommen sind. Ich? Ja, sehr gut. Warum fragen Sie? Da soll ein Unfall passiert sein. Auf der Straße in die Stadt. Was? Was für ein Unfall? Soll jemand tot sein? Da habe ich natürlich einen Schreck bekommen und gleich an Sie gedacht. Es ist nämlich genau zu der Zeit passiert, als Sie weggefahren sind. Ja, da habe ich mir gedacht, ich rufe mal an und frage, ob alles in Ordnung ist. Ja. Ja, es ist alles in Ordnung. Besten Dank. Sehr lieb, dass Sie danach fragen. Ein
Toter, sagen Sie? Ja. Ich kann mich ja erkundigen, was genau passiert ist, wenn es Sie interessiert. Ja. Ja, es interessiert mich natürlich. Vielleicht sagen Sie mir Bescheid, was passiert ist. Besten Dank. Er war's. Robert, er war's. Ich bin ganz sicher. Seine Stimme war so merkwürdig. Er hat einen Menschen umgebracht und ist weg. Fahrerflucht. Wenn das stimmt. Der arme Kerl. Weißt du, wo er wohnt? Guten Abend. Guten Abend, Vollenbecker. Wollen Sie hier reinkommen? Ich habe mich erkundigt. Der Tote ist ein junger Mann. Er wurde überfahren. Der Fahrer flüchtete. Sie sagen, es war ein blauer Mittelklassewagen. Und morgen wissen Sie auch das Fabrikat. Es wurde eine beschädigte Blinkleuchte gefunden. Von vorne rechts. Wenn man den Fahrer erwischt, der geht bestimmt für ein paar Jahre ins Gefängnis. Ich kann es mir überhaupt nicht erklären. Es ging alles so schnell. Ich konnte einfach nicht reagieren. Ich bremste sofort und drehte mich um. Und der Mann stand auf. Ich schwöre es Ihnen. Der Mann stand auf und da dachte ich, so schlimm kann es ja nicht sein und bin weggefahren, weil ich gedacht habe, so schlimm kann es ja nicht sein. Dann gehen Sie ins Gefängnis. Kann man denn mit so einer Vorstrafe noch im Staatsdienst sein? Ich an Ihrer Stelle würde morgen zu Fuß in die Schule gehen. Wo steht Ihr Wagen? In der Garage. Hat Sie jemand gesehen? Nein, niemand. Wo ist die Garage? Im Hof. Eine Sammelgarage? Einzelgarage. Kann ich den Wagen mal sehen? Machen Sie zu. Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber in die Werkstatt können Sie ihn natürlich nicht gehen. Die Blinkleuchte kann man besorgen. Sie meinen, ich soll mich nicht melden? Nein, dazu ist es ja zu spät. Das akzeptieren die nicht mehr. Außerdem, mein Vater sagt... Ihr Vater? Ja, man hat ihn als Arzt an die Unfallstelle gerufen. Er sagt, der Junge sei betrunken gewesen. Ihr Vater weiß Bescheid. Nein, ich weiß es und mein Bruder, sonst niemand. Und es wird auch niemand erfahren, weder von mir
noch von meinem Bruder. Darauf können Sie sich verlassen. Morgen. Morgen, Ross. Morgen. Ich kam gerade vorbei. Ist die Autopsie schon da? Ja, hier ist sie. Ich kapiere das nicht, die Wunde am Kopf. Ist atypisch. So kann man das nicht sagen. Typisch bei einem Verkehrsunfall, das gibt's nicht. Jede Art von Verletzung ist möglich, trotzdem... Wer hat die Autopsie gemacht? Professor Winter. Ja, ist ein sehr erfahrener Mann. Was sagt er denn dazu? Er sieht Ähnlichkeiten mit Opfern, die durch einen Schlag ums Leben gekommen sind. Schlag. Was ist ein Zusammenprall mit einem Auto anders als ein riesiger Schlag? Ja. Kann ich mal sehen? Natürlich. Ross? Ja, gleich. Ja, ich komme dann rüber. Es liegt eine lokale Verletzung vor. Die übrigen Partien des Schädels sind fast unversehrt. Was gegen jede Erfahrung. Es ist eher anzunehmen, dass der Tod durch einen gezielten Schlag. So ein Ei legen die einem dahin. Könnte der Fahrer einen Toten überfahren haben? Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Aber ein Toter, der auf der Straße liegt, kann doch keine Blinkleuchte kaputt machen. Sie sagten doch selbst, typisch bei einem Verkehrsunfall, das gibt's nicht. Sie untersuchen weiter, versuchen Splitter aus der Wunde zu isolieren, Metallsplitter, die sich identifizieren lassen. Meine Meinung ist, der Wagen hat einen Aufbau gehabt. Irgendwas, was vorsteht, ein Dachträger, Reklameschild. Was es war, werden wir schon feststellen. Hm. Naja, Sie wissen, dass diese Autopsie Mord nicht ausschließt. Na, nur für alle Fälle. Geben Sie mir mal den Namen des Toten. Sie haben wohl nicht genug Arbeit. Erich Stoll, 22 Jahre. Beruf kaufmännischer Angestellter. Herr Assessor, ich werde... Meine Schwester holt mich ab. Holt uns ab. Herr Assessor. Guten Tag. Sie haben ja jetzt keinen Wagen. Steigen Sie bei mir ein. Komm, Robert. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Wir reparieren den Schaden erstmal so, dass keiner was bemerkt. Wir können ihn ja dann später in einer Werkstatt richten lassen. Ich habe schon Werkzeug besorgt. Du machst es, Robert, in der Garage. Sind Sie damit einverstanden, Herr Assessor? Das geht. Ich bin sicher, dass das geht. Hallo, Robert. Hallo. Herr Assessor. Ich glaube nicht, dass das geht. Natürlich geht das. Aber da fehlt doch... Wir brauchen doch noch...
Eine Blinkleuchte. Die habe ich schon besorgt. Die haben Sie schon besorgt? Ja, bei einem Großhandel. Da war so viel Betrieb, da wurde so viel gekauft. Das ist nicht aufgefallen. Wollen Sie auch? Was muss ich dafür tun? Sorgen Sie für seinen Notendurchschnitt. Sie erpressen mich. Ja, er schafft es nicht. Er schafft die Prüfung nicht. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich kann ihm nicht helfen. Ich kann es nicht. Ich habe überhaupt nicht die Möglichkeit dazu. Begreifen Sie das doch. Die Aufgaben, die Themen, die sind geheim. Die kommen vom Ministerium. Die kriege ich überhaupt nicht zu Gesicht. Wie Sie das machen, ist Ihre Sache. Lassen Sie sich was einfallen. Und wenn ich nicht tue, was Sie sagen? Dann gehen Sie ins Gefängnis. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, sind Sie der Wirt? Hey, da wäre ich dran. Ich bin Kellner hier. War der Unfall. Kommen Sie deswegen? Ja, deswegen. Haben Sie den Kerl noch nicht erwischt? Nein, noch nicht. Sind Sie auch abends hier? Ja, natürlich. Haben Sie den Toten persönlich gekannt? Er kam fast jeden zweiten Tag. Der war hier so gut wie zu Hause. Ein Stammgast. Der tanzte gern. Der hat hier so manche Solonummer hingelegt. Die Mädchen waren ganz verrückt nach ihm. Ich hätte gern ein paar seiner Freunde gesprochen. Freunde? Können auch Freundinnen sein. Er muss doch Freunde gehabt haben. Haufenweise. Wissen Sie, mit wem er gestern Abend zusammen war? Vielleicht erinnern Sie sich. Er tanzte so ziemlich den ganzen Abend mit einem Mädchen, das auch sehr oft kommt. Ja, den Namen? Tut mir leid. Aber kommen Sie vielleicht mal abends vorbei. Zeigen kann ich es Ihnen sofort. Gut. Danke. Hier in der Nähe wohnt ein Arzt. Wissen Sie, wo das ist? Dr. Becker. Er ist gleich da vorne in der Ecke. Mein Vater hat nur Vormittagssprechstunde. Ich komme nicht als Patient. Ich bin Kriminalbeamter. Kriminalbeamter? Ja. Mein Vater ist unterwegs, aber wenn Sie hereinkommen... Danke, sehr freundlich. Vielen Dank. Sind Sie wegen des Unfalls gekommen? Ja. Untersuchen Sie den Fall? Ja, auch ja. Ihr Vater war am Unfallort. Ich habe ein paar Fragen an ihn. Ja, er wird sicher bald zurückkommen. Nehmen Sie doch so lange Platz. Dankeschön. Gibt's denn eigentlich schon eine Spur von dem Fahrer? Noch nicht, aber man kennt den Wagen inzwischen. Den Wagen? Fabrikat, Baujahr. Ist denn sowas möglich? Ja, das ist möglich, ja. Ich weiß natürlich nicht genau, wann mein Vater zurückkommt. Er macht gerade Hausbesuche. Es tut mir leid, wenn Sie extra seinetwegen hergekommen sind. Ja, nicht nur seinetwegen. Ich höre mich ein bisschen um. Ich war schon in der Diskothek. Aber die hat doch jetzt zu. Ich habe mit einem Kellner gesprochen. Mit einem Kellner? Ja. Ah ja. Heidi, oh, Entschuldigung. Kannst du mal rauskommen? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Wer ist denn das? Ein Kriminalbeamter. Was? Ja, ich will mit Vater sprechen, weil der im Unfallort dabei war. Keine Angst. Der will nichts von uns. Was machst du wieder für ein Gesicht? Es ist doch gut, dass er da ist. Dann weiß ich, was los ist. Verstehst du? Bleib du lieber oben. Ich hab Angst. Nein, du brauchst keine Angst zu haben. Der weiß nichts.
Ach, sagen Sie Ihrem Vater, dass ich ihn anrufen werde, ja? Ja, mache ich. Danke. Bitte. Wiedersehen. Er ist weg, Robert. Die haben keine Ahnung. Was wollt ihr denn hier? Die untersuchen da irgendwas. Er kommt morgen Abend in die Diskothek. Ich habe gesagt, ich komme da auch hin. So wissen wir immer, was läuft. Verstehst du? Du läufst da hinter einem Mordfall her, der keiner ist. Warum hat sich keiner von seinen Freunden gemeldet? Den ganzen Abend war er mit einem Mädchen zusammen. Wo ist die? Die müsste doch irgendwas aussagen können. Aber was sollten die aussagen? Nun zum Beispiel, wohin wollte der junge Mann eigentlich? Allein auf der Landstraße. Wollte er nach Hause, so früh? Müsste doch gerade erst gekommen sein und geht schon wieder? Naja. Naja. Das habe ich auch gesagt. Ich wollte euch nur sagen, die Sache geht ein bisschen vorwärts. Heute Morgen ist eine Blinkleuchte gekauft worden bei einem Großhändler. Unsere Blitzumfrage hat schon Erfolg gehabt. Kann man sich an den Käufer erinnern? Es soll sich um ein junges Mädchen handeln mit halblangen roten Haaren. Der Verkäufer erinnert sich an eine goldene Kette mit einem Sternkreiszeichen. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt müsst ihr nur noch das Mädchen finden. Geh hin. Du, tu's lieber nicht. Ich weiß schon, was ich tue. Guten Abend. Oh, Fräulein Becker. Das ist der kleine Kollege von mir. Fräulein Becker ist die Tochter des Arztes, der am Unfallort war. Ah, ja. Guten Abend. Grüß Gott. Nehmen Sie mich mit? Nehmen wir sie mit? Natürlich. Natürlich. Ich pass schon auf, komm nicht, komm zu. Hoffentlich. Sag mal, du tanzt doch nicht. Fahrer? Ah ja, den auch. Glauben Sie denn, dass Sie den finden? Ja, wir hoffen's. Thank you.
la fortune. Corriger 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 la fortune. Sieht so aus, das Mädchen kommt heute nicht. Ich sehe auch keinen von den anderen Typen. Passen Sie auf, ich gebe Ihnen meine Telefonnummer. Büronummer steht drauf. Privat. Wenn das Mädchen auftaucht, rufen Sie mich ganz einfach an. Wieso war eigentlich dieses Mädchen da? Sie hat sich selber eingeladen. Sie zeigte nämlich ziemliches Interesse an dem Fall. Sie hat dauernd überlegt, wie man den Fahrer finden könnte. Sag mal, glaubst du immer noch, dass an dem Tod von dem Jungen irgendwas nicht stimmt? Ich habe heute Nachmittag mit Dr. Becker telefoniert. Das ist ganz meiner Meinung. Irgendetwas an dieser Sache stimmt eben nicht. Frage mich, Harry, warum von der ganzen Clique, mit der Stoll sonst immer zusammen war, heute kein einziger da war. Das war merkwürdig. Es besteht überhaupt kein Grund zur Aufregung. Du kannst wirklich ruhig schlafen. Gute Nacht. Entschuldigung. Entschuldigen Sie, Frau Kollegin, ich habe eine Frage. Sind die Aufgaben vom Ministerium schon da? Die kommen erst ein paar Tage vor dem Abitur. Es ist, wie sagt man beim Militär, geheime Kommandosache. Der Direktor schließt den Briefumschlag in seinem Schreibtisch ein. Haben Sie noch nicht miterlebt, wenn er den rausholt? Ich bin erst ein Jahr hier. Es ist eine feierliche Angelegenheit. Zu feierlich. Auf Wiedersehen, lieber Kollege. Auf Wiedersehen. Wir haben eine Phantomzeichnung anfertigen lassen von dem Mädchen, das die Blinkleuchte gekauft hat. Hier, wenn Sie die Diskothek wieder aufsuchen ja, sollten. Ja, ja, ja. Ich werde es rumzeigen. Ja, irgendwie kommt mir das Mädchen bekannt vor. Haben wir denn nicht zusammen gesehen? Weiß nicht. Ja, gestern Abend vielleicht. Das ist komisch. Der Verkäufer konnte die Kette besser beschreiben als das Gesicht. Na, ich lasse es euch mal da. Ich wollte Ihnen was sagen, was Sie erleichtern wird. Ich habe eine Verbindung zur Polizei. So? Ja. Mit den Leuten, die den Fall untersuchen. Sie haben keine Ahnung. Freut Sie das nicht? Was soll mich daran freuen? Aber ich meine, Sie brauchen keine Angst zu haben. Angst? Mein Gott, wie wenig Sie wissen, wie mir zumute ist. Ich hätte stehen bleiben müssen. Aussteigen müssen. Dass ich es nicht getan habe, ist nicht mehr rückgängig zu machen. Und Ihre Sache da, Ihre Erpressung, das ist nur eine Zutat, die ich verdient habe. Herr Hofer, ich will... Was wollen Sie denn? Sich erkundigen, ob Sie damit Erfolg haben? Sie haben Erfolg. Ich habe die Situation begriffen, in der ich bin. Zufrieden? Herrgott, ich will doch nur meinem Bruder helfen. Begreifen Sie das nicht? Fräulein Becker,
Ich weiß jetzt, wo die Prüfungsaufgaben aufbewahrt werden. Im Schreibtisch des Direktors. Hier ist der Schlüssel. Ich habe ihn heute Mittag abgezogen. Ich war damit beim Schlüsseldienst. Es ist kein Problem, diesen Schlüssel nachzumachen. Ich muss ihn nur für eine Stunde dort lassen. Verlangen Sie es wirklich von mir? Sehen Sie mich an. Verlangen Sie es wirklich von mir? Robert, es hat geklappt. Er hat den Schlüssel zu dem Schreibtisch, in dem die Aufgaben verwahrt werden. Robert, er holt sie heraus, kommt her und geht alle Aufgaben mit dir durch. Was sagst du dazu? I can't stand the rain. Ich komme. Guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und ich freue mich, dass Sie mich angerufen haben. Ja, bitte. Ist Ihr Kollege auch da? Ja, der ist auch da. Aber Sie kommen doch bestimmt nicht nur zum Tanzen her. Leider nicht nur. Was wollen Sie denn rauskriegen? Amtsgeheimnis. Oh, Entschuldigung. Wieder mit dem Jungen in der schwarzen Jacke. Kriminalpolizei. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Was ist denn los? Was wollen Sie denn? Wie heißen Sie? Warum wollen Sie das wissen? Ich heiße Klose. Antworte doch denen nicht. Die sollen erst mal sagen, was sie wollen. Sie waren mit Erich Stoll befreundet, der vor 8 Tagen hier in der Nähe überfahren worden ist. Sie kommen wegen der Sache. Was hatten Sie damit zu tun? Bitte beantworten Sie meine Frage. Sie waren doch mit ihm befreundet. Sie waren doch an dem Abend, an dem er starb, mit ihm zusammen. Ist es richtig? Das ist doch ganz uninteressant. Ich habe den Typen auch gekannt. Ist es vielleicht verboten? Bitte kommen Sie mit ins Präsidium. Wir können da leichter reden. Es dauert nicht lang. Darf sie das ablehnen? Warum sollte sie? Kann ich dabei sein? Ja, natürlich, wenn Sie wollen. Auf Wiedersehen. Ja. Das ist jetzt aber dienstlich. Eine Vernehmung in der Unfallsache? Ja. Ich melde mich wieder. Servus. Schon zurück. Robert sagt, dass du mit einem Kriminalbeamten in der Diskothek warst. Ja, sie haben dort 2 Leute festgenommen. Das ist aber interessant. Also doch. Was also doch? Ja, weil ich immer der Meinung war, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat. Nicht um einen Unfall? Nein. Die Verletzung ist atypisch, absolut atypisch. Für mich ist der Junge erschlagen worden mit, irgendeinem Gegenstand. Aber Vater, es ist doch eindeutig ein Unfall gewesen. Die Lacksplitter. Ich muss die Sache ja nicht aufklären, Kind. Gute Nacht. Ja. Ja, wir waren den ganzen Abend zusammen.
Sind Sie mit Erich Stroll gekommen? Nein. Mit wem denn? Mit Bucke. Sie sind also mit ihm gekommen. Auf dem Motorrad. Ja. Wann wird denn da geweint? Bleiben Sie sitzen. Erzählen Sie, was ist passiert? Also, Sie haben den ganzen Abend mit Stoll getanzt, obwohl Sie mit Bucke gekommen sind. Du hältst jetzt den Mund! Schaff ihn raus. Was sollten Sie nicht sagen? Hatten die beiden Krach miteinander? Ja. Und? Ich sagte zu Stoll, geh lieber. Bucke war eifersüchtig. Eifersüchtig? Er war wie verrückt vor Eifersucht. Er packte Stoll und schleppte ihn auf den Parkplatz. Ich rief, Rolf, schlag ihn nicht. Rolf! Rolf! Erich, lauf weg, der bringt dich um! Dich kriege ich noch! Ich schwöre es dir, dich kriege ich noch! Schluss mit dir! Schluss mach ich! Lass mich in Ruhe! Schluss! Rolf! 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 Dann hat er ihn mit einem Werkzeug totgeschlagen. Habe in die Mitte das Protokoll auf. Herr Bucke? Dr. Becker? Entschuldigen Sie, Doktor, ich hoffe, ich störe Sie nicht, aber ich wollte es Ihnen als Erstem sagen, Sie hatten recht, es war Mord. Mord aus Eifersucht. Der Mörder hat den Unfall benutzt, um den Mord zu verdecken, beinahe perfekt. Wenn Sie nicht gewesen wären, wer weiß, ob wir den Fall je hätten klären können. Also dann vielen Dank, Doktor. Und gute Nacht. War es eben Dr. Becker? Ja, ich habe mich bei ihm bedankt. Du hättest vielleicht besser mit seiner Tochter sprechen sollen. Mhm. Wieso ich? Ich hab's heute Abend zufällig gesehen. Sie trägt so ein Kettchen. Was? Das Kettchen? Mhm. Tochter von Dr. Becker? Ja. Aber Harry, so ein Ding da, das... Ich hab dir davon gibt's immer erst gesagt, einmal nicht ein einziges Exemplar. Aber ich hab dir immer gesagt, irgendwie kommt mir dieses Mädchen bekannt vor. Dann habe ich ihren Wagen gesehen. Aber sie könnte es doch sein. Hör zu, ich habe ihren Wagen gesehen, der ist viel heller, hat eine ganz andere Farbe. Ja, und wieso interessiert sie sich so brennend für den Fall? Ja. Das ist doch gar nicht unsere Sache, wir haben unsere Arbeit gemacht und... Ja. Geh zu Ross, sprich mit ihm darüber. Ihr seid noch auf. Wie geht's mit dem Lernen, Junge? Sehr gut, Vater. Wirst du es schaffen? Ich
Ich hoffe es, Vater. Ich wurde gerade von der Kriminalpolizei angerufen. Es war kein Unfall, es war Mord. Der Mörder hat gestanden. Wieso denn Mord? Es muss doch ein Unfall gewesen sein. Ja, es war ein Unfall. Der Junge wurde angefahren, brach sich ein Bein und konnte vor seinem Mörder nicht weglaufen. Mord aus Eifersucht. Und ein Mord, der beinahe nie aufgeklärt worden wäre. Tja, das wollte ich euch nur noch sagen. Gute Nacht, ihr beiden. Gute Nacht. Gute Nacht, Vater. Wir müssen ihn sofort anrufen. Warte, warte doch. Lass uns doch erst überlegen. Du hast doch gehört, es gibt einen Mörder. Ja, das habe ich auch gehört. Trotzdem, ruf nicht an. Warum denn nicht? Er hat schon den Schlüssel zu dem Schreibtisch. Vielleicht erfährt er es ja nicht, dass es einen Mörder gibt. Du kannst es ihm ja nachher sagen. Überleg doch mal. Das Wichtigste ist, dass er tut, was er uns versprochen hat. Wenn du willst, sag's ihm morgen. Hat Selbstmord begangen. Er hat sich aufgehängt. Heute Nacht. Weiß man warum? Nein. Es ist absolut rätselhaft.